Ich glaube, wir sind live. Sieht so aus. Okay. Ja, da sind wir ja. Da sind wir. Wie soll es in Kürze losgehen? Glaube ich zumindest. Abchecken. Jawohl. Sehr schön. Perfekt. Gut, Spiel 2. Mir wurde gesagt, dass das Team Settlers of Empire das erste Spiel gewonnen haben. Das Settlers of Empire gegen Blackmail. Verzeiht mir bitte, dass das hier jetzt gerade alles noch spontan gemacht wird. Denn wir haben hier noch die Sache, dass ich gerade sehr spontan dazu gekommen bin. Aktuell spielen wir auf Arabien. Jawohl. Perfekt. Lass es uns ganz gemütlich angehen. Kein Grund, sich zu stressen. Okay. Jawohl. Passt gut. Also Spiel 2. Mir wurde gesagt, dass Spiel 1... wohl relativ ereignisreich gewesen sein soll. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war nicht da. Bin jetzt aber zum zweiten Spiel da. Freue mich, wieder ein Spiel meines Turnieres casten zu können. Ganz schön viele Klippen dieses Mal. Okay. Fangen wir mal an mit Erik. Erik spielt mit den Teutonen. Hat eine relativ gute Map. Lässt sich gut abbauen. Gold ist hinten. Sieht an und fühlt sich eigentlich ziemlich gut aus. Im Gegensatz dazu der André hier in der gelben Farbe. Bisschen tougher. Gold ist immer noch relativ gut abzusichern. Bären liegen genau unter einem Hügel. Was einen potenziellen Archer Rush ziemlich stark machen könnte. Noch dazu spielt auf seiner Seite gegen Robin. Der welcher mit den Maya spielt. Also generell... von Team Blackmoon und Robin relativ Standard-Meta. Ein Cuff-Sith und eine Cavalry-Sith und eine Archer-Sith. Oh. Robin. Okay, hast wieder gesehen. Ziemlich Standard. Auf der Seite von Settlers of Empires hingegen sehe ich eher zwei Cavalry-Völker. Tendenziell nicht wahr. Khmer können schon definitiv mit Archer spielen. Bin gespannt, ob André das hier auch vorhat. Das hier ist übrigens, das kann ich vielleicht noch dazu schreiben, das Losers Semi. Das bedeutet auch, dass der Sieger dieses Spieles gegen das Team Haku im Losers Final antreten wird und der Gewinner dieses Spieles wiederum spielt dann im großen Finale gegen das Team Mami. Das heißt, wir sehen hier potenziell das drittletzte Set vom ganzen Turnier und ich freue mich drüber, dass es alles so gut gelaufen ist, dass wir jetzt langsam dem Ende zuwandern. Erik möchte hier im Turnier bleiben, deswegen spielt auf Nummer sicher. Er mauert hier. Mauert so. Wieder Schatten ist ihm gerade erlaubt, verständlich. Dann vielleicht mal kurz zu den Bevölkerungsboni. Khmer. Der prägnanteste Bonus, der sich die meisten zunutze machen, ist, sie brauchen keine Gebäude zu bauen, um voranzuschreiten. Und André macht sich dem hier zu nutzen und überspringt die Mühle und hat sich die Rehe zu eigen gemacht. Möchte sich das Holz für die Mühle sparen, um direkt mit einem sehr schnellen 18 Bewohner Feudal Age Scouts zu machen. Ah, wenn die Rehe es ihm erlauben. Ich könnte hier auch noch zusätzliche Rehe holen. Es ist nicht so ganz abwegig. Der zweite Bonus ist, Felder brauchen keine Mühle. Müssen nicht irgendwo an der Mühle oder am Towncenter abgelagert werden. Also Nahrung von Feldern wird direkt abgelegt und dann sieht man hier, sobald er sein erstes Feld machen wird, dass er ständigen
Nahrungseinfluss hat. Irgendwie macht es ihn gerade ein bisschen zu schaffen, dass das Rehen getrollt hat und er die Bären nicht nimmt. Er ist zwar gleich in der Ritterzeit, wird aber nicht die Nahrung haben, um Scouts zu produzieren. Das könnte ihm vielleicht wehtun. Genau, mit der neuen Mechanic, mit dem neuen Quality of Life Feature von Age of Empires, mit dem Force Drop Hotkey, der funktioniert bei den Feldern nicht, offensichtlicherweise. Mir neulich aufgefallen, ich dachte noch, das wäre ein Bug. Logo Scout ist tot, wichtige Scouting-Info, die ihm damit abhanden geht. Weiß aber zumindest schon mal, dass sich Erik hier befindet. Erik mord weiterhin ab. Okay. Mord aber nicht vorne ab. Sehr ambitionierte Mauern. Die sie ruhig mit dem Gold verbinden können, hätte sich Zeit und Ressourcen gespart, aber nur eine Kleinigkeit. Keine große Sache. Ja, die Teutonen mit ihren billigeren Feldern können durchaus mit weniger auf Holz auskommen und passiert hier 6 auf Holz. Das reicht absolut aus, um sich alle Gebäude zu leisten und gleichzeitig Felder zu produzieren. Lugo entscheidet sich hier mit seinen Franken eine kleinere Wall zu ziehen. Mittlerweile alle Spieler jetzt in der Feldteilzeit. Und wir sehen Scouts von Ede, von Lugo. Scouts mit den Franken eine gute Wahl. 20% mehr Lebenspunkte bedeutet in diesem Fall 9 HP mehr. Das entscheidet über so einige Kämpfe. Das sind ziemlich starke Einheiten für die Feldteilzeit. Franken haben sehr viele Boni, die spielen vor allem in diese Kavallerie-artigen Stil herein. Bären werden schneller gegessen, Mühlen-Upgrade gibt es gratis und die Scouts haben einfach mehr Lebenspunkte. Spielt alles sehr schön in einen Scout-Stein und das macht der Blug auch hier und entscheidet sich mit 3 Scouts voranzuschreiten. Ich glaube fast, dass das hier eine Lücke ist, bin mir nicht sicher. Oh ja, das ist sowas von eine Lücke. Wenn Blugo hier einfach reinklickt, würden seine Scouts automatisch den Weg hineinfinden. Auf der anderen Seite sind die Archer von André da. Hat sich also statt Scouts für Archer entschieden, was ich verstehe. Und tötet schon 2 Speerkämpfer und 1 Archer. Und vor allen Dingen nervt er hier. Hat schon Fletching. Das gleiche kann Robin nicht über seine Archer sagen. Und die Speerkämpfer von Erik verteidigen hier gegen die Scouts. Gut. 5 Archer auf dem Feld und Horse Color Incoming. Wir sehen jetzt hier, wie so langsam die Nahrung steigt. Das bedeutet, dass wir hier schon Felder sehen. Und auch André entscheidet sich besser spät als nie. Hat nur eine Archer-Range gebaut. Lässt sich also Optionen für andere Einheiten offen. Und ich glaube, der wird hier reagieren müssen. Er bräuchte vor allem Eriks Hilfe an dieser Stelle. Okay. Sie sind eine gute Anzahl an Armee von Robin an dieser Stelle. Könnte einiges an Schaden verursachen. Wie wird André reagieren? Er geht erstmal durch Mauern. Ich mag es, dass er das hier einigermaßen abgeschottet hat. Hier sollten normalerweise keine Einheiten durch wollen. Aber der Bereich scheint mir noch viel zu offen. Von hier nach da. Das ist viel zu angreifbar. Erik bisher immer noch mit keiner Unterstützung. Aber das ist nämlich der Spielstil. So habe ich das bis jetzt von diesem Team gesehen. André macht den Druck. André versucht zu halten, dem Erik zu ermöglichen, die nächste Zeit voranzuschreiten, was ja auch sein Plan zu sein scheint. Und dann mit Rittern zu retten. Und so wie die Mauern gerade abläuft, ich bin mir nicht ganz sicher über diese Mauer. Weiß nicht, ob er es nicht einfach besser sieht, aber könnte ich hier abwollen und hier zum Town Center hin.
Das Problem ist, dass jetzt die Archer von Robin von hier aus vielleicht sogar den ein oder anderen Schaden machen könnten. Andererseits ist es gut einkalkuliert und die Scouts finden ihren Weg rein. Die Mauer wird nicht gebaut und André ist in großen Schwierigkeiten. Erik aber auf dem Weg in die Ritterzeit. Da haben wir es auch schon beim letzten Mal gesehen, aber so haben sie aber auch verloren. Gegen das Team Mami in der Gewinnerrunde. André wird ja sehr, sehr viele Verluste einbüßen müssen. Uff. Bereits drei Dorfbewohner verloren. Und mussten mit sehr viel Eigentum rechnen. Und ich weiß nicht, ob dieser Turm hochgehen wird. Die Archer sind hier, um zu helfen. Dorfbewohner lenken die Scouts ab. Die Archer von André sterben, der Turm geht hoch. Okay. Das, was jetzt Robin machen muss, ist hier stehen bleiben. Hier stehen bleiben. Irgendwelche Repair-Villager töten. Und die Scouts müssen jetzt eigentlich auf den Turm einpreschen. Genau das muss jetzt hier passieren. Denn in der Zeit kriegen sie den Turm runter und die Villager bleiben idle. Und wenn irgendein Villager versucht zu reparieren, wird er sterben. Erik bereitet sich hier mittlerweile auf Ritter vor. Hat seine zwei Ställe gebaut und ist fast vollständig abgemacht. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr große Mauer. Sehr ambitioniert. Und Robin hat das Problem, dass er offen ist. Also ein paar Ritter könnten hier einiges an Schaden verursachen. Okay. André versucht hier dann dementsprechend mit Plänklern zu verteidigen. Und wird es vielleicht sogar schaffen, die Archer können hier nicht wegrennen. Die gestern in der Ritterzeit, das sollten die Alarmglocken läuten. Sowohl Bluko wie auch Robin werden noch eine Weile brauchen, um hier in die nächste Zeit zu kommen. Aber vielleicht können sie mit der Fuel Age Army doch einigermaßen verteidigen. Die Wirtschaft von Erik reicht aktuell nicht aus, um aus zwei Stellen zu pumpen. Hat aber wenigstens schon mal die erste Rüstung. Was gegen Feudal Age Army eigentlich relativ ausreichend ist. Und André verteidigt hier, wird das hier mit Sicherheit aufgeräumt bekommen. Musste sich dafür aber auch die Rüstung leisten und hat trotzdem geschafft, einiges an Ressourcen aufzusparen und vielleicht sogar bald in die nächste Zeit voranzuschreiben. Wo wir dabei sind, klickt just in diesem Moment Bluga auch in die nächste Zeit hoch. Das heißt, wir sehen hier, solange sie verteidigen können und Erik keinen Schaden findet, ihren Momentum behalten können. Aber wir sehen hier vier Ritter, welche teutonische Ritter sind. Sie haben mehr Nahkampfrüstung ab der Ritterzeit. Und diese könnten vielleicht sogar zumindest eine gute Anzahl davon siegen. Sehr stark übrigens von Blugo, das muss man hier mal sagen, dass er es geschafft hat, in die Ritterzeit hochzuklicken und trotzdem so viele Scouts zu produzieren. Das ist die Macht von den Franken, aber wir sehen, wie stark die teutonischen Ritter hier sind. Und die sollten in der Lage sein, hier alles ausnahmslos aufzuräumen. Das ist der Plan, den wir jetzt erkennen können von Team Settlers of Empire. Das ist der Plan, der bis jetzt einigermaßen aufgeht. Naja, einigermaßen, weil André 7 Dorfbewohner verloren hat. 7 Dorfbewohner heißt auch, er hätte jetzt 40 Dorfbewohner haben können. Ähnlich wie das Team, wie die Mitglieder des Team Blackman und Robin jeweils schon besitzen. Aber auch Your Ad hier wird bald in der Lage sein, hochzuklicken. Er baut jetzt Felder. Er hat sich einigermaßen stabilisiert, ist jetzt aber natürlich ein bisschen rückständig. Das erinnert ihn aber trotzdem nicht daran, auszuhelfen. Diese Armee und die 7 Ritter von Erik sollten ausreichend sein. Aber, jetzt kommt das große Aber, Erik besitzt bereits Bloodlines, zweite Rüstung. Zweite Rüstung kommt ebenfalls von Erik rein und Erik hat automatisch Bloodlines durch die 20% extra HP. André versucht es hier und schafft es auch, einen Dorfbewohner zu töten. Robin weicht auf ein anderes Waldstück aus und das ist vollkommen in Ordnung. Die Ritter hier sollten hoffentlich Blugo gezeigt haben, dass hier eine Lücke ist. Und ich hoffe für Blugo auch, dass das der Erik nicht gesehen hat. Das Problem für die fränkischen Ritter ist auch, wenn sie Bloodlines automatisch kriegen, die haben weniger Nahkampfrüstung. Wir reden hier von 4 gegen 5 Nahkampfrüstung.
Hier würde ich aufpassen. Das ist kein Kampf, den sich Blugo hier leisten möchte. Und Erik hat jetzt, Verzeihung, André hat jetzt auch in die Ritterzeit hochgeklickt. Robin Reynolds wird auch bald da sein. Wenn Robin Crossbows rauskriegen kann, und er hat schon einige potenzielle Crossbows, was sehr weise von ihm, sie zu Hause zu lassen, damit sie nicht sterben, dann könnte das Ganze nochmal anders aussehen. Fränkische Ritter genauso stark gegen Archer wie teutonische. Teutonische Ritter haben außerdem dessen den Nachteil, dass sie nach allen Upgrades langsamer sind als die fränkischen. Und auch das ist ein Kampf, wo ich mir nicht so ganz sicher werde, Blugo. Robin, fehlen die Ressourcen für die Crossbow-Upgrades. Das schaut böse aus. Das schaut hier nicht gut aus. Blugo muss hier unbedingt ausweichen. Der hat den Hügelvorteil hier nicht. Er muss laufen. Sein Armee stirbt. Er muss sich vor allem sammeln und diese zwei Löcher stopfen. Sonst kriegt er an diesem Problem. Er hat aber immerhin schon mal das Angriffs-Upgrade. Das heißt, der Rüstungsunterschied ist damit aufgehoben. Aber es ist jetzt tatsächlich die Masse, die ihm ein Problem macht. Stichwort Boomen. Blugo baut ein Town Center, Erik besitzt bereits zweites Town Center, hat auch die meisten Dorfbewohner, aber Blugo ist dicht hinten dran. Robin Reynolds hat es jetzt auch endlich mal geschafft, seine Crossbow-Upgrades reinzukriegen. Wird aber hier ganz böse getroffen von André. Sehr, sehr gute Aufmerksamkeit von André. Hier muss aber schauen, dass er auch seine... Over Micro. Ja, das kenne ich zu gut. Man klickt zu oft zwischen Reihen und V-Formation und Micro seine Archer wieder zurück in die Pfeile. Ist es witzig. Okay. 9 gegen 6 Ritter. Nicht allzu schlimm. Und die Archer von Robin sehr, sehr hilfreich hier. Und jetzt können tatsächlich Blackman und Robin das hier umdrehen. Die Archer-Masse muss bleiben. El Blugo muss unbedingt Ritter sammeln. Um diese Archer zu beschützen, denn die Kombination aus beidem schwer aufzuhalten. Vor allem die Maya-Frank-Kombination, die kann es einfach besser. Maya haben deutlich billigere Archer, was ihnen vielleicht sogar in dem Sinne hilft, dass einige seiner Goldgräber hier getötet wurden. Baut aber Gold auf zwei Stationen ab. Und was ich hier leider ein bisschen vermisse, ist das Town Center. Aber auch verständlich bei der Produktion von Archer. Und jetzt gehen sie zusammen auf Erik, was ich finde, eine gute Idee ist. André leidet offenbar immer noch unter den Nachwirkungen des Raids von vorhin. Deswegen müssen sie jetzt das aktuell stärkere Glied besiegen. Und das ist nur eine Frage von Sekunden, bis sie hier durchbrechen. Also, wenn er die Palisade angreifen würde. Aber die Ritter sind auch schnell durch. Und jetzt hat Erik Riesenprobleme. Volle Upgrades für diese fränkischen Knights und alle wichtigen Upgrades für die Archer, und diese Ritter werden nicht genug sein. Könnte sich ein paar mehr Ritter vom Blugo wünschen, die werden aber noch kommen. André versucht sein Defizit wieder auszugleichen, um eventuell den Schaden insgesamt ein bisschen zu begrenzen, aber Erik wird jetzt einiges an Dorfbewohner verlieren. Und ein Ritter hier, der sehr viel Idle Time gegen die Goldgräber verursacht. Erik heilt seine Ritter, aber die werden hier dringend gebraucht, Verzeihung. Und Erik ist hier unten immer noch offen, Leute. Erik ist immer noch nicht ganz abgemauert. Und diese Dorfbewohner sind alle tot. Wir reden hier von 14 toten Dorfbewohnern. Seht euch das an. Uff. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er auch schon Daumenring. Uff. Uff. Okay. Also wenn das nicht der GG-Moment ist, dann weiß ich es auch nicht. André muss hier ordentlich was zurückzahlen, aber Erik. Erik versucht dort eine Burg zu bauen, wo ein Haus steht, wird merken, dass das nicht geht. Frage ist, mit welchen Dorfbewohnern er das vorhat. Dorfbewohner, die ihm jetzt zeigen, dass da eine Lücke ist. Was? Da ist eine Lücke. What?
ist doch Bullshit. Alter Schwede. Ich meine, dass hier eine Lücke ist, okay, aber dass da eine Lücke ist, wilde Sache. Okay. Erik hat sich verschanzt. Erik hat alle seine Dorfbewohner vorgezogen, will eine Burg bauen, die er nicht bauen kann. Und da stehen schon zwei Ritter, die werden schon ausreichen. Und jetzt sehen die Ritter automatisch die Dorfbewohner. Und ich glaube nicht, dass Erik hier eine Burg hochziehen kann. Nistet sich jetzt hier hinter Erik im Schutze auf. Errichtet eine neue Base und rettet 12 Dorfbewohner hier rüber. Aber Erik wird hier unterstützt von Andri, der jetzt mittlerweile eine gute Anzahl an Ritter gesammelt hat. 20 Ritter. Aber ich denke, die Kombination aus den Rittern und den Archern sollten reichen. Blugo sollte nicht zu sehr rennen. Ah, vielleicht doch rennen, rennen. Oh. Aber ich glaube, mit genug Micro und ich muss sagen, Robin hat hier ein sehr, sehr gutes Micro gezeigt. Können sie nochmal verhindern, dass er verliert. 42 Archer auf dem Feld. Wahnsinn. 42 Archer und 15 voll abgegradete fränkische Ritter. Keine Burg hier für Erik. Aber Erik verteidigt mit den Rittern, die er noch hat. Die Ritter sollten das hier auch easy aufräumen können. Und ein Ritter hat seinen Weg reingefunden. Wenn ich Blugo wäre, würde ich hier einen neuen Wald finden. Und hier ist es offen. Okay. Alles gerade so ein bisschen ein Stillstand. Alle vier Spieler stehen aktuell ein bisschen unter Stock. Ein Ritter, der hier sein Umwesen treibt. Ich hoffe, Blugo wird das bald sehen. Aber wir reden hier von einem Defizit von 90 Dorfbewohnern insgesamt. André hat einen sehr guten Job gemacht, wieder einigermaßen zurück ins Spiel zu kommen. Hat 58 Dorfbewohner. Blugo hat 96. Er boomt sehr, sehr stark. Dafür hat er aber auch die wenigsten Einheiten auf dem Feld. Ja, wobei Erik jetzt auch alle seine Ritter verloren hat. Ein Ritter, der immer noch sein Umwesen treibt. Es ist nicht so schlimm, er hat sehr viele Dorfbewohner. Aber es ist ärgerlich, wenn man das erst sehr spät sieht, nicht wahr? Jetzt hat er es gesehen. Der Ritter wird wahrscheinlich bald sterben. Blugo könnte vielleicht etwas Holz, etwas Nahrung verkaufen und bald hochklicken. Fränkische Kavaliere und Paladine sind umso stärker. Denkt dran, 20% mehr Lebenspunkte bedeutet auch, dass Einheiten mit mehr Lebenspunkten umso mehr dazu kriegen. Ich wollte gerade sagen, großer Kampf, aber dem ist eher nicht so. Blugo sollte versuchen, seine Ritter klug einzusetzen. Ist hier im Rennen. Fränkische Ritter an dieser Stelle noch schneller. Blugo hat dran gedacht, Haspendi zu entwickeln. André hat das nicht. Und diesen Kampf sollte er nicht, nein, den sollte er nicht nehmen, aber er tut es. Er versucht, die Ritter von André zu schwächen, aber Verstärkung ist dort. Und die Archer von Robin werden hier sicherlich einiges an Schaden finden. Es ist sehr schwierig für das Team Setters of Empires, das wieder umzudrehen. Eine Ramme hier. Extrem viel Idle-Zeit von Erik hier. Idle Eco, ich glaube, das sollte hier irgendwo stehen. 10%. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was André hat. Oder fast, ja, also das Doppelte von dem von André. Und mehr als das Doppelte von dem, was das andere Team hat. Gut, das ist aber kein Kampf, den er alleine spielen sollte. Diese Archer werden nicht gegen die Kavaliere auskommen. Aber Blugo ist zur Stelle. Wenn sie das jetzt richtig micro, und ich glaube an die Jungs, dass sie es kennen, können sie diesen Kampf gewinnen. An zwei Fronten. Robin sollte aufhören zu rennen. Und Blugo sollte unbedingt hier jetzt reinschreiten. Ein paar Skorpione, die sicherlich helfen werden. Viele der Ritter von Gelb sind jetzt ziemlich geschwächt, das heute aufgeräumt zu werden. Und ich glaube, auch André wird gleich merken, dass das hier langsam zu einem richtigen, zu einer richtig starken Lawine ausarten wird. Das einzige Manko, was ich noch sehe, ist die Anzahl an Ritter. Oh. Oh, eine Burg von Rot hier oben. Muss aber sagen, bin mir nicht allzu sicher. Ja, es nimmt einiges an Holz weg, aber Holz gibt es zum Beispiel auch hier um Schutz von der grünen Burg. Aber jetzt greift er mit Dorfbewohnern an und die Burg sollte hier nicht
hochgezogen werden können. Auch die Ritter werden hier ankommen. Und seht euch die 44 Bogenschützen von Robin hier an. Eine wunderschöne Masse. Und wenn hier noch ein bisschen was an ordentlicher Siege dazu kommt. Und hier ist das Problem, nicht wahr? Das Team Settlers of Empire spielt leider nicht mit. Es spielt pure Kavallerie. Und das ist zu leicht gekontert. 10 Pikemen von Grün auf dem Feld. Wenn die hier stehen würden, könnten sie das innerhalb von Sekunden dezimieren. Okay. Erik versucht hier, mein Rat Folge zu leisten, Aufmerksamkeit zerstreuen. Was dieses Haus dem Robin angetan hat, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass er ziemlich pisst auf dieses Haus ist. Und deswegen das Haus zerstört. Die Mangel sollte er hoffentlich bemerken. Belagerungsschmied. Bin mir nicht so sicher, ob ihr dich hier braucht. Erik schon ziemlich geschwächt. Erik hier definitiv aktuell das schwächere Glied seines Teams. Blackman und Robin spielen beide gleichermaßen stark. Luke aber mit dem unglaublich starken und instant direkt absolut synchrones Hochklick. Wunderschön. Wunderschön. Die Mange hier wird hoffentlich nicht zu viel Schaden anrichten. Und die Ritter von Blugo werden seinen blauen Bogenschützenkameraden Abhilfe leisten. Und ehrlich gesagt, ich sehe hier die dreifache Anzahl an Armee von Blau und Grün gegen die Armee von Gelb. Und ich glaube, dieses Spiel sollte von dem Moment auch für das Team Gelb-Rot entschieden sein, wie die beiden in die Imperialzeit hochkommen. Und sie haben mehr als genug Ressourcen, um sich die Upgrades zu leisten. Robin Reynolds vielleicht nicht so. Apropos Robin, du solltest jetzt vielleicht vorkommen und deinem Mate helfen. Bro? Jawohl. André kämpft hier wie ein Tier, versucht sein Bestes, hat eine riesige Ritterzahl gesammelt, aber auch die wird am Ende nicht genug sein. Wir sehen hier volle Upgrades bis auf die Archer, Armor-Upgrades für Blau und diese Ritter sind von den 20 auf 10 geschrumpft und ich glaube, Erik kann hier nicht mehr viel dazu beitragen. Erik hat aber die Ressourcen. Ich finde nicht, dass Erik seine Ressourcen richtig einsetzt hier. Er könnte entweder in die Imperialzeit hochklicken und sich eine Burg bauen. Er könnte aber auch versuchen, Ritter zu spammen oder irgendeine andere. Deutschritter. Aber die Burg von der Blugo wird das hier auf jeden Fall beenden. Und ich glaube auch, dass diese Burg jetzt einiges an Grund für das Team. Oh, Instant Imp für beide. Und die Ilm von Erik kommt viel zu spät. Viel zu spät. Pikeman Upgrade für Blau. Bin mir gar nicht sicher, ob er die noch braucht. Die sind beide in der Imp, aber lässt könnten hier viel mehr gegen die Kavallerie anrichten. Und auch Your Ad hier wird jetzt in die Imperialzeit klicken können. Oder eher Ritter produzieren. Ist schwer zu sagen, was die richtige Entscheidung ist. Fränkische Cavaliers mit voller Rüstung werden dem Ganzen den Chaos machen. Aber sie kämpfen weiter. Ich respektiere das. Ich sehe aber keinen Grund, weiter zu kämpfen. Wenn ich ehrlich sein soll. Fletching und Botkin könnten Blugo hier auch ganz gut tun, um dieses Town Center zu zerschießen. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht mehr das größte Problem. Und das Upgrade ist unterwegs. Chemie noch nicht, aber wenigstens Bracer ist schon drin. Das sollte mehr als genug sein. 144 HP gegen 120 HP. Mit mehr Rüstung und mehr Angriffskraft. Das Spiel ist schon lange vorbei. Die andere nur noch mit einem Town Center. Und ich glaube, wir werden hier jeden Moment das GG sehen. Erik hätte seine Mate mit Imperialzeit und Burg hier einiges aushelfen können. Hatte sich entschieden, den Gegner zu Castle droppen. War vielleicht die falsche Entscheidung. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass er das nicht mit Armee bestärken konnte. Wo sind die Ritter vom Blugo? Okay. Ich weiß, dass die Abs das hier alleine können, aber so rein von der
Vom Prinzip her macht mir das ein bisschen Angst. Naja, egal. Mangen unterwegs. Mit einem godlike Micro könnten diese Mangen hier auch alles töten. Ich sehe aber nicht, wie das passiert. Die Aberlessen sollten hier kämpfen, sie haben mehr Reichweite. Oder die Triboge machen das. Das ist auch okay. Was macht Erik mit seiner Imperialzeit? Er hat das Kavalier. Nein, er hat ein Kavalier bekehrt. Ordnung. Die ursprüngliche Base von Erik existiert nicht mehr und André zerfällt hier schrittweise mit einem Dorfzentrum nur. Insgesamt 120 zu 250 Dorfbewohner. Sie kämpfen weiter, weil sie führen. So wie es aussieht, werden wir hier ein Spiel 3 sehen. Ich erwarte jederzeit jeden Moment das GG. Momentum ist hier so groß. Selbst die Hellebardiere, die jetzt von den Maia getaggt werden, sollten das Signal sein. Hey, die sind uns wirtschaftlich überlegen. Die können auf alles doppelt so schnell reagieren, was wir so machen. Jungs, Spiel 3. Come on. Spiel 3, guys. Spiel 3. Ich weiß, es geht um die Wurst, buchstäblich. Aber Spiel 3. Wie zugegeben, die Triboge werden nicht mehr stehen. Und ich weiß, einer der besten Comeback-Faktoren ist Siege-Snipen. Wenn das tun würde. Aber ich weiß ja nicht. Immer noch kein Chemie-Upgrade, aber Paladin-Upgrade für Blue. Was sollen diese zwei Teams gegen Paladine noch machen? 60 Kavaliere könnten höchstens raiden gehen, aber ich glaube, selbst dann, selbst wenn sie 120 Villager töten, haben sie immer noch weniger Villager. Und ich weiß, dass sie das nicht realisieren. Bin mir dessen bewusst. Aber das Spiel ist vorbei, Leute. Das Spiel ist vorbei und ich glaube, die wissen es auch. Ich glaube, die versuchen hier nochmal ein bisschen das gegnerische Team zur Erschöpfung zu bringen. Nicht unbedingt die feine, sportliche Art, wenn ihr mich fragt. Aber hey, sie dürfen das. Ist denen nicht verwehrt. Paladin Upgrade vom Grünen ist jetzt drinnen. Damit haben wir voll abgegradete Paladine. Und die Bad Boys sind jetzt unaufhaltsam. Und diese Burg ist jetzt einfach nur noch ein Zeichen von, jetzt gib endlich auf. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, dass hier, wisst ihr das? 1-1-0-5. GG von Erik. Das GG von André sollte in Kürze folgen. Und damit steht es 1-1. Es geht in ein Spiel 3. Glaube ich. So. Bra. Okay. Das ist stark. 125 Ritter. Das, obwohl er am Anfang so gepusht wurde. Gesammelte Ressourcen insgesamt 61.000 von Blue. Der hat aber auch einen krank guten Boom. Sehr, sehr guten Boom. Noch André hat hier gut Ressourcen gesammelt. Mehr sogar als Robin Reynolds. Das ist aber nicht so unüblich. Die Maia brauchen nicht so viele Ressourcen, um ihre Einheiten zu produzieren. Technologien. So die Ritterzeit. Portalzeit mit Archer dahinter von André. Für die, die es noch interessiert. Hier noch die APMs. Solider Schnitt von André, Blue und Robin. Erik hier ein bisschen langsamer als Spieler. Wir haben ja gesehen, dass es nicht unbedingt viel heißen soll. Mit guter Planung kann man auch einiges wieder wettmachen. Das hat ja auch Erik gemacht, nicht wahr? Er hat den Druck wieder abgewendet, hat dem André ein bisschen Zeit verschafft zum Atmen und André hat es ihm gedankt mit einer Ritterzeit voller Ritter. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich die clevere Art war, von beiden Spielern Ritter zu spielen. Das fliegt viel zu leicht zu kontern. Wenn beide Völker Ritter spielen, dann wird es schwer. Und
Wenn ich mich nicht irre, haben Khmer keine Handkanoniere, dann wird es schwer. ...156 Dorfbewohner von Blugo. Konnte sich aber auch ganz gemütlich hier ausbreiten, hatte zusätzliches Gold. Und wir wissen, dass Franken, die sicheres Goldeinkommen haben, nicht zu stoppen sind. Ja, ich bin gespannt auf das zweite Spiel. Einen Zuschauer hatten wir vorhin, der hat sich wieder verdünnisiert. Läuft. Zu 1. Spannendes, ausgeglichenes Spiel, wenn ich ehrlich sein soll. Warten jetzt hier auf darauf, dass das neue Spiel startet. Ich denke, es wird bald weitergehen und könnt ihr mal in der Zwischenzeit vielleicht mal nachsehen, welches denn die dritte Map ist. Ich glaube, das war die Heimmap von Blackman und Robin. Gut, wir die beiden das hier wieder Heimmap gewonnen haben. Und wir haben das hier leider nirgendwo. Haben die das irgendwo geschrieben? Nein. Das einzige Stein ist. Hey Jungs. Jo. Ja. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Ihr habt das Replay von unserem Spiel damals nicht hochgeladen. Ah. Das ist jetzt egal, weil das Replay sowieso nicht mehr funktionieren würde. Mhm. Aber ihr müsst unbedingt dran denken, dass ihr dann später nach diesem Spiel das Replay hochladet. Vom Spiel gegen euch damals, meinst du? Das ist jetzt, wie gesagt, das hattet ihr vergessen, aber das könnt ihr jetzt auch gleich, das könnt ihr vergessen, weil das kann man sowieso nicht mehr anschauen, weil es mittlerweile ein Patch gab. Ja. Aber denkt bitte dran, dass ihr das heutige Spiel hochladet, okay? Das ist wichtig. Ja. Genau, weil ich muss, glaube, das ist nämlich das einzige Spiel, was noch fehlt. Okay. Theoretisch ist es nicht so wild, weil wir haben sowieso alle Regelbrüche behoben. Das passt schon, aber und das Spiel gab es auch aufgezeichnet. Aber ich würde halt trotzdem sagen, nur zur Erinnerung. Genau. Okay, ja, machen wir die. Wann geht's hier los? Ja, jetzt gleich. Wir gehen gleich zu den Jungs und dann spielen wir das dritte Game. Ja. Ja, sorry nochmal, dass wir es vergessen haben. Da haben wir leider nicht mehr dran gedacht. Das ist okay, wir haben auch nicht dran gedacht, aber ich will, ich sag das jetzt nur, weil ich schon irgendwie will, dass das alles ein bisschen konsistent bleibt.
Klar, alles gut. Damit es nicht hinterher irgendwelche Einsprüche gibt gegen irgendwas. Genau. Ja, nee, kann ich verstehen. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg im letzten Spiel. Danke. Dankeschön. Jo, theoretisch sollte es ja irgendwann mal den sein. Oder die beiden lassen sich Zeit, oder die vier. Ja, vielleicht aber eine andere Info nebenbei. Wir sind jetzt hier. Aktuell sind 5, 8, 12 Leute online. 4 davon sind die Spieler. Ich könnte mal theoretisch auch noch dazu zählen. 13 Leute, die online sind. Das ist ein ziemlich guter Schnitt. So viele kriegen wir meistens nicht gleichzeitig online. Das ist ein Drittel aller Personen, die generell online sind aus diesem Server. Und
Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ziemlich cool eigentlich. Bin mir nicht so sicher. Ihr habt noch nicht gestartet, oder? Nein. Nö, wir warten gerade auf die anderen beiden. Besprechen die sich oder was? Ich habe keine Ahnung. Ahnung, was wir machen. Schreiben wir nicht. Schreiben wir mal kurz. Du weißt, was in der Zeit ich das auch noch kurz pinkeln. Was ist denn die letzte Map, auf die ihr spielt? Das ist eure Map, oder? Arena. Nee. Deren. Nee, das ist deren Map. Arena, okay. Alles klar. Ja, bis gleich. Bis gleich. Okay. Kleine Verzögerung. Eine Verzögerung. Guter deutscher Bahnmanier. Wir wissen ja schon mal zumindest, dass wir hier auf Arena spielen werden. Das wird eine spannende Sache, weil ich glaube, zumindest ich habe keine der beiden Teams auf Arena spielen sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie gegen Massive Federation Oberer auf Arena gespielt haben könnten. Werden aber sehen, wie das Ganze hier aussieht. Erik Samuel ist mal wieder online auf dem Server. Starke Sache. Starke Sache. 13 Leute, die jetzt auf dem Server online sind. Ich finde es immer noch jedes Mal sehr schön und es berührt mich auch jedes Mal ein bisschen, wenn ich sehe, dass die Leute hier sich versammeln, wenn sie hören, hey, es wird ein Turnierspiel gespielt. Die Leute versammeln sich, sie spielen, sie schauen zu, sie streamen. Das ist doch eine schöne Sache, ein gemeinschaftliches Gefühl zu stärken. Ist eines meiner großen Ziele mit diesem Turnier gewesen. Und ich glaube, das habe ich damit zumindest für einen guten Start erreicht. Auch schön zu sehen, dass der Sascha, ja, Dehuan, öfter mal hier ist. Übrigens, Settlers of Empire spielten übrigens mit Seed 6. Leute, das muss man hier vielleicht genau. Das muss man vielleicht mal echt wertschätzen. Settlers of Empire starteten als Sechsplatzierte und haben es in
die Top 4 geschafft. Blackman und Robin starten als Platz 4 und haben sie die Top 4 geschafft. Das ist keine so große Überraschung, wenn man das eigentlich mal so vergleicht. Die anderen beiden Teams, die in den Top 4 sind, sind 1 und 3 und Seed 2, was mein Team war, ist bereits ausgeschieden gegen Blackman und Robin. Und unseren Platz in den Top 4 haben aktuell das Team Settlers of Empire eingenommen. Ich will nur sagen, dass man das mal wertschätzen sollte, dass sie das geschafft haben aus der 6. Anfangsplatzierung von 10 Teams. Ja. 6. von 10 Teams es so weit zu schaffen, dass sie es in den Top 4 schaffen. Und wohl angemerkt auch eine Chance haben, sich einen Platz in den Top 3 und damit auch einen Gewinn zu sichern. Und vielleicht kann ich die Zeit nochmal nutzen, um... kann ich nicht, das Spiel geht los. Vielleicht kann ich, während das Ganze hier startet, nochmal kurz erwähnen, was es für Preise gibt. Nochmal einen Dank aussprechen an alle Sponsoren. Ich habe ein relativ kleinen Beitrag für beide Teams verlangt. 3 Euro pro Teammitglied, das sind 6 Euro pro Team. Das heißt, eigentlich hätte ich mit 60 Euro rechnen wollen. Im Endeffekt sind es mit Spenden durch die Teilnehmer sind statt 60 Euro 167 Euro reinkommen. Einen großen Dank an alle zusätzlichen Spender, welche da wären. No Limits, Mami, Blackman and Robin, Messe Federation Eroberer, Tisslerik und Jojo. Team Jojo mit einer zusätzlichen Spende von, Achtung, 17 Euro. Zweitgrößte Spende von meinem guten Status, 20 Euro. Und als wir den 10. Teilnehmer, das 10. Als wir den 10. Teilnehmer, das 10. Teilnehmerteam erhalten haben, habe ich dann versprochen, noch zusätzlich 50 Euro mit in den Pot zu legen. Womit wir eben auf die 167 Euro gekommen sind. Also nochmal einen großen Dank an alle und auch alle, die teilgenommen haben, um das zu ermöglichen. Damit kommen wir insgesamt pro Person, ich betone, pro Person für den ersten Platz auf 41,75 Euro pro Person. Ja, also wir sprechen hier von insgesamt 83,50 Euro für das erste Team. 50 Euro für das zweite Team circa, das sind 25,05 Euro pro Person und 16,70 Euro pro Person für die Drittplatzierten. Aktuelle Teams, die einen garantierten Platz auf die Top 3 und damit einen Gewinn haben, sind das Team Hako und Mami und der Sieger des heutigen Spieles. Der Verlierer des heutigen Spieles wird als Viertplatzierter aus dem Turnier aussteigen, was schon eine gute Leistung ist, wenn wir beachten, es hier auch durchweg gute Teams gab und Logo hatte ich hier gerade ein bisschen Idle Time, wie ich sehe. Und nochmal einen ganz, ganz großen Dank und das muss man hier nochmal sagen an unseren Himmelhuber, den Martin, der mit seiner Bäckerei Meindl eine große Spende von Wertgutscheinen für seine Metzgerei, Verzeihung, gespendet hat in Gesamtwert von 300 Euro. Das macht insgesamt Preise im Wert von 467 Euro für ein Turnier, welches aus Spaß entstehen sollte. Rein spendenbasiert quasi. 60 der 467 Euro sind durch Teilnehmergebühren gedeckt und über 400 Euro rein spendenbasierte Preisgelder. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr beachtliche Summe und dafür gibt es einfach nochmal von mir aus einen Dank an den Martin und an alle Spender und alle, die sich entschieden haben, mitzumachen. Ich habe auch wirklich viele tolle Sachen gehört, also gutes Feedback, auch konstruktives Feedback von allen möglichen Personen und habe bereits für mögliche neue Events potenzielle neue Spender gefunden. Leute, die sagen, dass sie Interessenten hätten, falls ich wieder ein neues Turnier oder irgendwas starten würde, dass sie da mitmachen wollen. Großes, großes Dankeschön an alle. Ja, so viel nochmal dazu. Also es geht hier tatsächlich um einiges. Platz 1
50 Euro pro Person und für das erste Team gibt es pro Person 75 Euro Wertgutscheine von Himmelhubers Metzgerei. Für den zweiten Platz 50 Euro pro Person, für den dritten Platz 25 Euro pro Person. Damit kommen wir eben auf die genannten 300 Euro Wertgutscheine. Also ihr müsst es so sehen, die beiden Mitglieder des ersten Teams kriegen hier jeweils, und ich rede hier von jeweils, circa 120 Euro Wert an Preise. Ein gutes Sümmchen. Dafür, dass wir eigentlich hier so eine Durchschnittselle von 1100 zu sehen haben. Ja. Das muss man erstmal toppen. Okay. Dann gehen wir mal zum Spiel, denn dieses Spiel ist, wie gesagt, entscheidend. Es ist sehr entscheidend dafür, eben einen dieser Gewinne abzusahnen. Selbst als Mitglied eines drittplatzierten Teams kann man sich immer noch um über 40 Euro Wert an Preisen erfreuen. Deswegen ist es hier wichtig zu sehen, was passieren wird. Der Blugo spielt mit den Teutonen, Robin Reynolds mit dem Böhmen. Böhmen ein sehr, sehr starkes Volk, ob geschlossene Karten wie Arena, Black Forest und Michi. Erik spielt mit den Sizilianern und Juret hier mit den mit den Sarazenen. Und der ein oder andere, der mich kennt und der weiß, dass ich manchmal so Bullshit spielen möchte, weiß, dass Sarazenen eine Sache ziemlich gut können. Und zwar Mauern mit Bogenschützen tot zu schießen. Gespannt, ob wir das heute sehen werden. Was ich bereits sehen kann, ist, dass alle Spieler auf Stein gehen. Das heißt, ich werde hier mit Dungeons und Dungeons und Bogen rechnen. Bin gespannt, wer dabei schneller sein wird. Die Gegner scouten sich auf jeden Fall schon mal gegenseitig aus und die Build-Order von Robin, Erik und André gefallen mir ziemlich gut. Bei Blugo bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich bin noch nicht so ganz so sicher, was ich sagen will. Nicht so ganz sicher, was sein Plan dahinter ist. Er ist zwar auf Stein. Es ist auch unterwegs in die Feudalzeit. Bin mir aber nicht sicher, ob die Ressourcen ihm reichen werden. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel auf Gold gesetzt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht steckt hier ein anderer Plan dahinter. Gleich ein kurzer Blick auf die Idle-TC-Zeit. Alle vier Spieler mit einer relativ hohen Zeit bin ich eigentlich nicht von diesen Vieren gewohnt. Vor allem von einem Spieler, der makromäßig so gut drauf ist wie Blugo. Schmiedemarkt. Schmiedemarkt. Kaserne, Schmiede und wahrscheinlich noch ein Stall. Und Schmiedemarkt, okay. Zwei Spieler unterwegs in die nächste Zeit. Muss man hier mal was wegen der Farben machen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das war jetzt dumm. So, so machen wir es, das passt. Genau. Alright. Bin ich sicher, ob hatte André am Anfang hier. Ich glaube, ich beschleunige diesmal jetzt ganz kurz, bis die Action losgeht. Und die Burg wird zur Verteidigung von André zu Hause gebaut. Auch interessant. Gleiches tut auch Robin Reynolds hier und baut schon provisorische Mauern. Hat schon die Dorfbewohner kommen sehen? Bin mir nicht sicher, ob die Burg hier noch viel erreichen wird. Auch dieser Scout wird hier, glaube ich, nicht verhindern können, was passiert. Und ich glaube auch, dass der Turm zu spät da sein wird. Robin Reynolds sollte hier vielleicht noch mal drüber nachdenken, was er tut. Er ist doch schon sicher genug mit der Burg. Er sollte diesen Turm nicht probieren. Die Burg wird hier leider alles töten.
Man muss auch daran denken, das sind sizilianische Dorfbewohner. Sizilianische Dorfbewohner bauen Bogen 50% schneller. Vielleicht dazu mal ganz kurz. Ich hatte auch schon mit, ich glaube, das war mit André. Mit André selbst die Diskussion. Was heißt Diskussion? Die Unterhaltung darüber, wie viel Dorfbewohner man zusätzlich heranziehen muss, um die Burg jeweils doppelt so schnell zu bauen. Es ist nämlich so, dass in Age of Empires zwei Dorfbewohner nicht doppelt so schnell bauen wie ein Dorfbewohner. Um doppelt so schnell zu bauen wie ein Dorfbewohner, braucht man vier zusätzliche Dorfbewohner. Man braucht immer vier Dorfbewohner, um doppelt so schnell zu bauen wie die vorherige Anzahl Dorfbewohner. Das heißt, ein Dorfbewohner, vier Dorfbewohner baut doppelt so schnell wie ein Dorfbewohner. Bei den Sizilianern war das zum Beispiel früher so, dass sie 100% schneller gebaut haben. Das heißt, jeder Dorfbewohner für sich schon doppelt so schnell. Was bewirkt ja, dass fünf Dorfbewohner nicht zweimal so schnell, sondern viermal so schnell wie ein Dorfbewohner gebaut haben. Mittlerweile wurde dieser Bonus reduziert auf 50%, aber offensichtlich immer noch ziemlich stark. Robin Reynolds ist hier abgesichert, vor allem wenn man mal bedenkt, dass die Sizilianer hier nur Nahkampfeinheiten produzieren können und die sich hier nicht durchkommen. Wobei Erik das nicht zu interessieren scheint. Das ist interessant. Towncenter, die draußen gesetzt werden, sehe ich oft. Ich verstehe es nicht so ganz. Logo provisorische Mauern hier. Bereitet sich auf dem Castle Drop vor. Und erstmal in den Kloster. Die Mameluken von Your-Ed hier sind bereits da. Und ich glaube, sein Ansatz ist, verteidigen, boomen, mit Mameluken alles niedermetzeln. Ganz ehrlich, Mameluken keine schlechte Wahl gegen alles, was hier von Robin Reynolds und El Blugo produziert werden kann. Was macht man jetzt in so einer Situation? Zwei Sichtweisen. Eriks Situation. Du siehst, du kommst so nicht rein. Versuchst so schnell wie möglich in ihm zu gehen. Reißt es ab, gibt dem Böhm keine Chance. Wirklich keine Chance. Stark zu werden. Zweite Möglichkeit, versuch irgendwie woanders einzubrechen mit Petardieren. Entfernt dich zeitlich weiter von der Ritter, von der Imperialzeit und du wirst aber sehen, dass du hier leider nicht reinkommst. Die Hussiten wegen finden ein paar gute Treffer hier. Die Mamelukken sind auch bereit, um mit reinzukommen, um Robin Reynolds endgültig den Garaus zu machen, aber gleichzeitig probiert auch El Blugo hier reinzukommen. Ich glaube nicht, dass El Blugo die Burg von André sieht. Allerdings kann El Blugo die Mameluken von ihm sehen und könnte damit vermuten, dass es da eine Burg geben muss. Robin Reynolds immer noch ziemlich abgesichert hier. Villager-mäßig, Settlers of Empires. Leichten Vorsprung. Muss aber noch nicht viel heißen. Und dieser Moment hat keine Bekehrung gefunden. Was natürlich schade ist. Das sind 185 Ressourcen, die hier getötet wurden. Und eine ganz wichtige Sache. Mamelucken sind kompliziert. Wir hatten in der WhatsApp-Gruppe, da hat, glaube ich, der Matt C. mal drüber recherchiert. Mamelucken. Das ist vielleicht hier nicht so tragisch. Mameluken. Okay, pass auf. Mameluken sind Kamele. Das sind doch eindeutig Kamele. Siehst du das? Kamele. Buckel, Kopf, Fell, Kamele. Okay. Was ist denn über Kamele? Richtig. Sie machen Bonusschaden gegen Kavallerie. Machen Bonusschaden gegen Elefanten. Machen Bonusschaden gegen Kamele. Ja, Kamele machen Bonusschaden gegen Kamele. Diese Kamele hier aber... Diese Kamele hier machen zwar Schaden gegen Kavallerie, aber keinen Schaden gegen Kamele. Wieso machen sie keinen Schaden gegen Kamele? Mit Schaden meine ich Bonusschaden. Ich meine jetzt nicht irgendwie Schaden generell. Aber Kamele, ein guter Konter gegen diese Einheiten. Genauso wie Aberlessen. Aberlessen, Kamele, beste Einheit gegen Mameluken. Beides aber Einheiten, die eher untypisch sind. Mameluken übrigens nicht allzu stark gegen Deutschritter. Mameluken aber stark gegen Rammen. Zusammen mit dem Turm, der Burg und einem guten Micro
können die Mamelucken selbst Deutschstädter besiegen. Gleiches probiert auch Eriki auf dieser Seite. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Ramme überleben wird. Naja, Hussiten wegen machen zwar nicht allzu viel Schaden pro Schuss. Dafür schießen sie aber oft genug. Ich glaube, das sind 5 Salven auf einmal. Erik verliert hier eine Mange und ich finde, er sollte versuchen, mit diesen Hussiten wegen diese Rammen zu töten. Oder zumindest seine eigene Mange zu bauen. Welche da ist und schon unterwegs ist, Dankeschön. Gute Wahl. Und André fühlt sich sicher. Er sagt sich, hier passiert nicht viel. Ich habe Mamelucken. Ich kann Micron. Belagerungsturm. Was? Jetzt? Let's go. Auf geht's, Plugo. Alright, Baby. Alright. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Oh nein. Sag jetzt nicht, du möchtest... Nein, er wird hier drüber hüpfen und nicht durchkommen. Wohin gehst du? Wohin? Wir folgen dem jetzt. Wir folgen dem jetzt. Oh, er wird stehen. Hallo? Kann ich da reinschauen? Hallo? Knock, knock. Ah, es geht weiter. Okay. Derem. Er ist unterwegs zu Erik. Derem. Oh, er hat nur 5 Deutschritte. Was willst du denn mit 5 Deutsch? Oh. Derem. Oh shit. Don't. Ich weiß ja nicht, Blugo. Oh no. Aber die Burg schießt nicht auf die Deutsche. Jetzt schießt auf die Deutsche. Die Deutsche sind trotzdem ziemlich tanky und jetzt können sie nichts mehr tun. Also ich finde den Move ja schon cool, aber 5 Deutsche, ich weiß ja nicht. Und Sarge ist nicht unbedingt so schlecht, wie man glauben könnte. Die Frage ist, wer ist zuerst in der Imp? Robin Reynolds ist nicht zuerst in der Imp, sondern Erik. Und Erik könnte hier versuchen, damit einigermaßen an Schaden anzurichten. Und diese Deutsche, der sollte sich vielleicht erst um die Mange kümmern. Einer von denen ist schon gestorben, schaut sich sein Helm an. Irgendwie macht es keinen Sinn, dass sein Helm im Boden versinkt. Naja, egal. Noch ein Deutschritter tot und ich glaube, dieser Angriff wird nicht viel Schaden anrichten können. Und auch die Triebucke werden hier... Wie schaffen die zwei es eigentlich immer... Okay, das waren vorhin die anderen zwei. Wie schaffen es immer, ein Team gleichzeitig in den Imp zu gehen? Das ist erstaunlich. Die Burg von Blugo könnte damit hier aufgeräumt werden. Schauen wir mal kurz auf die Ressourcen. Blackman und Robin. Blackman ist noch nicht unterwegs in der Zeit. Er schwächelt ein bisschen. Schwächelt ein bisschen. Er hat wieder Dorfbewohner, aber der hat nicht die Ressourcen. Hat ihm vielleicht sein Belagerungsturm zu viel Aufmerksamkeit gekostet? Das könnte sein. Hussiten wegen nicht schlecht. Er hat vielleicht genug Hussiten wegen, um einen Tribok zu snipen. Aber in Kombination mit den Sergeants bin ich mir nicht so sicher. Plus zur Richtung auf die Sergeants. Sehr, 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 sehr beefy, diese Sergeants. Mit vollen Upgrades. Sprechen wir dann von 3+3 und 3+4 Rüstung. Das ist eine Menge bei 75 HP. Und der erste Tribok ist draußen. Und wenn du zuerst in der Imp bist, ja, dann hau die Tribocke sofort drauf. Warte nicht zu lang. Und wenn du siehst, dass er dann in die Imp geht, dann warte mit den nächsten Tribocken erst ein bisschen. Und dann ist es wichtig, dass du die Tribocke sammelst. Okay, er ist auch in die Imp und wenn Erik noch länger wartet, wird er seinen Vorteil verlieren, aber Robin Reynolds muss hier unbedingt... Oh, er hat gecancelt und ein Trebuchet eingereiht, was eine gute Wahl ist. André sollte hier ein bisschen vorsichtiger mit seinen Einheiten umgehen. Und tritt er keine gute Wahl gegen eine Einheit wie die Mamelucken und die Burg hier von Blugo wird nicht hochgezogen werden können. Und jetzt hat Blugo eventuell ein größeres Problem.
Denn die Burg hier ist schon am Fallen und wenn die gefallen ist, wäre die Base als nächstes dran und dann haben wir die Situation, dass beide Mitspieler von Team Blackman und Robin eine Burg vor ihrer Base haben, aber Robin Reynolds hat die Gefahr, Blugo hat die Gefahr erkannt und geht selbst in den Imp, um möglicherweise zu kontern. Und das ist genau das, was ich meinte. Lucetenwegen sind da, sie könnten sogar noch diesen Tribok ausschalten. Die Burg von Robin Reynolds ist aber gefallen und die Sergeants stürmen jetzt in die Base von Robin Reynolds ein. Oh, das könnte böse werden. Wir sehen aber hier schon bereits Fletching vom burgundischen TC. Irgendwie zeigt es mir das nicht so ganz richtig an. 5 plus 2, aber nur Fletching entwickelt. Naja, komisch. Trotzdem ist es hier einigermaßen abgewendet. Problem für Robin Reynolds ist, er braucht jetzt noch 200 Stein. Vielleicht sollte er sich das kaufen und eine neue Burg zu bauen. Er muss stabilisieren. Der Bloko kann hier nicht zur Hilfe kommen und André scheint hier viel zu stark zu sein. Hat gut durchgeboomt und hat... Oh Gott, Verzeihung. Hat hier irgendwo seine Mamelucken verloren, baut es aber Archer. Archer gegen... Ich bin mir nicht so sicher, ob es eine gute Wahl ist. Auf ersten Blick scheint es mir eher so, als würde er dem Team Blackman und Robin die Freifahrt geben, Kavallerie zu bauen. Die Burg ist so kurz vorm Fallen, ich habe es gar nicht realisiert. Ein Schuss und die Burg ist tot. Wir haben eine Pause. Die wurde pausiert. Spiel wurde pausiert von Blugo. Blugo hat das Spiel pausiert. Ich weiß nicht, was hier los war, aber es scheint wieder weiterzugehen. Sorry, Missklick. Gut, die Burg ist damit aufgeräumt und jetzt scheint es wieder einigermaßen ruhig auf beiden Seiten zu sein. Aber jetzt ist der Populationsvorteil von Team Settlers of Empires vielleicht dann doch zu stark. Aber ich sehe hier immer noch eine Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Robin Reynolds hat seine Burg hier gut genutzt, mit dem er übrigens Stein und Gold verteidigt. Finde ich eine gute Burg. Jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, um zu stabilisieren. Baut unbedingt eure Wirtschaft wieder so aus, wie ihr sie braucht. Hussiten wegen sehr, sehr stark anhalten. Haben nur wenige richtige Kontereinheiten. Ich glaube, die beste Kontereinheit gegen diese Hussiten wegen sind tatsächlich Mangen und, was nicht zu unterschätzen ist, Rammen. Rammen könnten hier auch sehr gut funktionieren. Edikt mit Kavalieren. Achtung, diese Kavaliere können zusätzliche Rüstung erhalten. Wenn er an Hauberg aus der Burg denken sollte. Und sie kriegen weniger Bonusschaden. Übrigens, sehr, sehr witzige Geschichte. Eigentlich Überlegung. Böhmische Hellebardiere machen mehr Bonusschaden. Ich glaube 25% mehr Bonusschaden. Aber sizilianische Kavaliere erhalten 33% weniger Bonusschaden. Könnte man natürlich sich mal überlegen, was ist jetzt hier Tatsache? Sind die Kavaliere jetzt beständiger gegen die oder sind die jetzt einfach stärker gegen die? Lebardiere machen 32 Bonusschaden gegen Sizilianer, davon werden 33%, also ungefähr 11 abgewehrt. Vorher machen die aber 25% mehr Bonusschaden, das heißt eigentlich machen sie ein Viertel mehr, das sind 8 mehr. Eigentlich machen sie 40, davon werden sie 33% ab, das sind 13, also kriegen sie eigentlich nur 27% Schaden. Damit 5 Bonusschaden weniger als im normalen Fall. Okay, interessant. Also die sizilianische Kavallerie hält sich durchaus besser als normale Kavallerie gegen normale Hellebardiere. Interessant. Und diese Kavaliere halten sich nicht nur gut gegen die Hellebardiere, sondern auch gegen die gegen Nahkampf schwachen Hussitenwegen. Und Erik macht hier ein
guten Kampf, aber gegen die Hellebardiere würde ich vielleicht nicht kämpfen. Räumt die Hussiten wegen auf. Räumt den Onager auf. Vielleicht schafft er sogar noch die Belagerung aufzuräumen und rennt weg. Gute Entscheidung. Gut gespielt hier. Aber Bloko hat Hellebardiere. Übrigens, man muss beachten, diese grünen Hellebardiere sind keine böhmischen Hellebardiere, sondern nur teutonische. Die machen sowieso nur 32%, 32 Bonusschaden und davon werden 33% abgezogen. Das heißt, wir sind hier bei ungefähr, was sind das, 21, 22 Bonusschaden. Generell. Also, relativ wenig Bonusschaden, aber immer noch eine Menge. Okay, nur hereinspaziert, denkt sich Erich, komm rein. Donjon und Burg wird dabei helfen, dass das hier nicht mehr passiert. Und André auf der anderen Seite. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwo ein... Habe ich gerade irgendwo ein... Ich glaube, André wusste nicht... Oder hat er vorhin schon eins verloren? Tatsächlich nicht. Ich glaube, er wusste nicht, dass ein Sprengfass nicht reicht. Aber die Abalesten mit fast allen Upgrades, bald allen Upgrades, die Triboke und die Husare mit fast vollen Upgrades. Das wird für Elbloko schwer zu stoppen sein. Was wirst du tun, Hellebardiere? Arps. Sprengler? Lightcav. Möchtest du Siege machen? Lightcav. Sehr schwer aufzuhalten. Außerdem, die Archer machen noch Bonusschaden. Ich glaube, zwei zusätzlichen Schaden gegen Gebäude. Auch wenn es Robin Reynolds hier gut geht, Elbloko wird gleich fallen. Und ich glaube, André wird hier das Spiel entscheiden. Mit diesem ultimativen Push. Keine Deutschritter können hier helfen. Keine Hellebardiere können hier helfen. Keine Belagerungskanone, nichts. Okay, vielleicht Belagerungskanone. Die könnten vielleicht erst andichten in Kombination mit Hellebardieren. Aber ich glaube, Bloko möchte hier vermutlich seinem Teamkameraden sagen, hey, guck mal, was hier bei mir abgeht. Hey, Junge, ich glaube, ich kann das so nicht halten. Meine Armee ist bei dir vorne. Wie werden sie sich entscheiden, vorzugehen? Ich glaube, André... Oh! Gute Mauer zur Schadensbegrenzung. Sehr gute Mauer zur Schadensbegrenzung. Warte mal, warte mal. Ah, sind immer noch zu viele Husare. Er produziert aber seine Hellebardiere hier rein, was eine gute Sache ist. Eine richtige Sache ist. Aber ehrlich gesagt, sehe ich nicht, wie Blackman und Robin das noch drehen sollte. Handkanoniere übrigens die richtige Wahl gegen die Sergeants. Die Hellebardiere nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, es ist auch einfach die Masse an Militär. Sie werden hier kämpfen, sie wissen, es geht um die Wurst der Verlierer dieses Teams. In dieses Spiel wird kein Gewinn absahnen. Und Bloko hat hier aufgeräumt. Hat immer noch 82 Dorfbewohner. Es ist okay. Aber die Triboke können jederzeit neu einreißen. André hält hier. Mehr muss er auch gar nicht tun, denn André kann jetzt die grüne Base ein für alle Mal leerräumen. Sommerschlussverkauf hier. Der Winterschlussverkauf in Blokos Base. Bloko entscheidet sich. Entscheidet er sich oder entscheidet er sich nicht, die Einheiten zurückzuziehen? Ich bin mir hier gar nicht sicher. Könnte auch einfach mieses Pathing sein. Er lädt das Sergeant mit allen Upgrades, diese beefy, juicy Boys mit 7 und 8 Rüstung, 15 Angriff, 85 HP, eine extrem starke Einheit und selbst die wenigen, zugegebenen zu wenigen Handkanoniere von Robin Reynolds werden hier nicht den großen Unterschied machen und die Kombination aus Abalesten, Husare und Triboken ist einfach viel zu stark aufzuhalten für einen teutonischen Spieler und ich glaube an der Stelle, auch wenn Bloko noch am Markt ist und Gold verkauft, Holz verkauft, wird das nicht mehr reichen. André hat hier den letzten Stoß gegeben und auch Erik. Auch wenn Erik vielleicht noch aufhaltbar ist,
zeigt hier, dass das Spiel zu Ende ist. Erik weiß, glaube ich, nicht über die Spezialtechnologie Bescheid. Vielleicht glaubt auch einfach, dass sie den nicht braucht. In jedem Fall hätte er recht oder in jedem Fall wäre es verständlich. Und die Population für Team Blackmon und Robin sinkt und sinkt und sinkt. Und da ist das GGF. Und wir haben das Team Settlers of Empires im Losers Final gegen Haku. Wurst. Okay, André hat's verstanden. André ist zufrieden. Wurst. Oh Mann, okay. Ich sehe schon. Weiß, unter der Gefahr, dass der folgende Satz komisch klingen wird, Martin, André will deine Wurst. Oh, und er ist zufrieden, denn er kriegt sie jetzt auch. Gott. Okay, gut gespielt, Jungs. Gut gespielt. Gut gespielt von allen, wohl angemerkt. Ich beziehe mich jetzt nicht nur auf ein Team. War ein